Oh, hier ist zu. Ach, General. Oh, hier komme ich jetzt rein. Ach, cool. Betritt die Psychotronik. Umweg. Hallo Elias. Du hast deinen Charakterbogen auf dem Drucker liegen lassen. Vergiss nicht, dass wir das Spiel in den Aufenthaltsraum in den Besatzungseinrichtungen verlegt haben. Und es eine Stunde später als sonst losgeht. Tu uns allen einen Gefallen und schluck vorher ein paar Glückspillen. Bis dann. Charakterbogen, ja, mit dem Rollenspiel. Das ist schon ein ganz cooles, ganz cool auf jeden Fall. Türüberbrückung. Ah. Ich muss mal verschließen. Okay, gut, dann kommt hier keiner rein, alles klar. Das ist schon mal gut. Yuri. Wie sich herausgestellt hat, ist Yuri Kimura, wie alle anderen auch, mehr dazu... ist Yuri Kimura wie alle anderen auch? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Hacken 2. Och Mann, ich will hacken können. Ich hätte hacken machen. Da brauchst du 4 Neuromods. Verdammt. Das ist so teuer. Ich entriegel hier mal. Psychotronic Stuff Only. Da geht's tief runter. Hallo Morgan. Wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Ja, ernsthaft, wer ist December? Wir haben doch January. Wer ist denn jetzt December? Ja, okay. Ich dachte, ich könnte vielleicht das reparieren gehen. Ich dachte, ich könnte es vielleicht reparieren. Hallo Morgan. Wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Ich höre was laufen. Ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo läuft was rum. Unter mir oder über mir? Ich bin mir unsicher. Da unten liegt einer. Da ist er. Okay. Ich hab's probiert, ich glaube, es geht nicht. Verteilerkästen. Du wurdest von einem Elektroschuss aus einem defekten Verteilerkasten getroffen. Clue isoliert die überspringende Elektrizität lange genug. Alles klar. Das war vorher gewusst. Hallo Morgan. Wir sollten reden. Ich hab doch extra gespeichert vorher. Mein Name ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Den könnte ich jetzt auch machen. Toll. Was bringt mir der Verteilerkasten jetzt? Nix. Gar nichts bringt er mir. Ganz toll. Ich könnte jetzt hier den noch reparieren, aber ich habe noch 6 Ersatzteile. Das ist ein bisschen wenig. Die würde ich mir gerne aufheben. Erstmal muss ich hier in... Oh, schon wieder so eins essen und am besten nochmal so einnehmen und die Clue-Kennen auswählen und speichern.
Warte mal, jetzt will ich erstmal gucken. Was war. Nee, O war das Ziele. Personal Tracking findet das Besatzungsmitglied. Ich kann heute nicht reden. Finde das Besatzungsmitglied. Fong Wu. Optional. Nimm den Schlüssel der Leiche. Nimm den Quartierschlüssel von Bellamys Leiche an dich. Bellamy ist in der Psychotronik. Da wollen wir hin. Hol den Schlüssel zur Flusskapsel. Neuromod-Abteilung. Was ist das hier? Schmugglerring auf der Talos 1 auf Karte ansehen. Auch Neuromod-Abteilung. Soll ich vielleicht erstmal zur Neuromod-Abteilung gehen? Da könnten wir uns erstmal umgucken. Können wir gucken, ob wir reinkommen in die Neuromod-Abteilung. Ich weiß es nämlich nicht. Wir gucken einfach mal. Und die Ladezeiten sind ja relativ schnell. Relativ schnell. Das soll also nicht das Problem sein. Ach ja. So. Fluchtkapselschlüssel. Hab ich da gerade irgendwas gehört? Oben lebt irgendwas. Frage ist, was läuft da rum? War ich hier eigentlich schon? Kann mich nicht erinnern. Das hat gespritzt, da vorne ist gerade was weggerannt. Ach, das war dieser komische Bug hier. Das kannst du nämlich gar nicht reparieren, sollte irgendwo anders hingehen. So, okay, die Dinger kriegen wir locker platt mit der Zange. Die anderen eher nicht. Vorne gibt es den Fluchtkapselschlüssel. Oh. Sollte hier ein bisschen aufpassen. Die sind einfach zu schnell. Die sind einfach zu schnell. Nein, ich wollte. Ach, Mann. Ich will immer mit Escape aus dem Menü raus, aber es geht nicht. Oder. Ja, es geht schon, aber halt über den Umweg dann. Ach, die explodieren ja, das habe ich vergessen. Oh Mann. Ich hätte vielleicht noch auf Zerlegen skillen sollen. Es gibt so viel, was ich hätte skillen sollen. Das ist echt schwierig, hier was Richtiges zu finden. Wie komme ich denn da oben überhaupt hin? Zum Fluchtkapselschlüssel. Wie komme ich da denn hin jetzt? Ach, das ist doch mein Zimmer, oder? Das ist doch mein Zimmer, wo ich die ganze Zeit unterwegs war oder wo ich die ganze Zeit geschlafen habe.
Und irgendwie ist da auch, auf jeden Fall ist da auch so ein Phantom unterwegs. Also ich muss diesen ganzen Weg hier zurücklaufen, aber okay. Gehört dazu, ist Teil des Spiels, wir wollen ja auch alles sehen. Vitalwerte kritisch. Okay, das macht ihm überhaupt keinen Damage. Ich dachte, das macht ihm vielleicht Damage, aber das macht ihm gar nichts. Ich hatte vorhin gespeichert eben gerade. Genau, hier hatte ich gespeichert. Q-Strahlenzellen, das ist immerhin etwas. Immerhin etwas. Buchstaben über ihren Geisteszustand. Sehr schwer abzuschätzen, wie viel die wirklich brauchen. Also wie viel, Schüsse von der Blue Candy brauchen, bis sie wirklich festkleben. Ach, warte mal. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Muss ich jetzt erst wieder was umstellen, oder? Hier sind wir ja ausgestiegen. Ja, stimmt, ich muss. Ach so, ja. Das war das? Wie komme ich jetzt hier nochmal weiter? Anlage. Wie komme ich denn hier jetzt raus? Ich muss doch irgendwie hier hinten dran, oder? Kann ich nicht rüber mit dem. Man kann sich hier nicht festhalten, Mann. Na gut, okay. Kann ich mich nicht hier draufstellen? Danke, endlich. Warte mal. Okay, das geht wirklich nicht kaputt. Ich dachte schon. Das geht wirklich nicht kaputt. Die Frage ist, bringt mir das was, dass ich hier lang gegangen bin? Muss es doch irgendwo rausgehen. Och Mann. Euer Ernst? Scheiße. Wo ging das denn nochmal raus hier? Das kann doch nicht sein. Da kann er sich festhalten, klar. Da oben. Doch irgendwie dahin zurückkommen. Da ist der Ausgang, genau. Da ist eigentlich dieser scheiß Ausgang. Hier, da, das ist er.
Warum geht der nicht auf? Was muss ich machen, damit er aufgeht? Was muss ich tun, damit ich da lang darf? Ich hab doch keine Ahnung. Jetzt hier rüber. Außerdem viel einfacher. Oh, was? Er war doch tot. Alter, der war fast voll. Oh Mann. Ach ja, scheiße. Und die ganze Anstrengung umsonst. Die ganze Suche umsonst, weil der Weg da so ein Behinderter ist. Oh Mann. Was fliegt denn da rum? Ach, der war das. Ah ja. Tut mir leid, Morgan, keine Ahnung, wie du die gekriegt hast, aber ich kann dir diese Schlüsselkarte nicht überlassen. Vertrau mir, du würdest es bereuen. Alles klar. Wie schade. Dann müssen wir improvisieren. Kommen Sie zu mir ins Foyer. Ihr Büro ist nicht sicher. Trifft December im Foyer. Ich bin langsam echt ein bisschen verwirrt. Ist jetzt December der Gute? Ist January der Gute? Gibt es überhaupt einen Guten hier? Sind die eigentlich alle scheiße? Und zurück zum Foyer. Ja, toll. Dafür sind wir jetzt hingegangen, weißt du? Dafür. Frage ist, wie komme ich denn am besten jetzt zurück ins Foyer? Okay, hier will ich eigentlich nicht. Eigentlich will ich hier unten nicht lang. Ich würde jetzt gerne hier hoch. Ich würde gerne hier hoch und dann darüber abhauen. Problem ist, wenn ich jetzt hier zurückgehe, findet mich der Phantom wahrscheinlich. Falls ich hier überhaupt zurückkomme. Ich komme hier rüber wahrscheinlich auch gar nicht zurück. War nochmal der Weg, verdammt. Warte mal, wenn ich jetzt sage Dach. So sieht's also aus, wenn das Looking Glass nicht funktioniert. Alles klar. Was ist das denn? Okay, Echelon, alles klar. Kann ich denn, wenn ich schnell genug bin? Ja, alles umstellen. Ist
nicht, dass hier draußen sich auch ändern? Genau, Dach. Jetzt ändert sich hier alles. Ich finde es halt krass, wie viel Technik hier dahinter steckt, einfach. Jetzt sind wir hier, genau. Wofür wir auch nicht weiterkamen. Jetzt kann ich aber hier alles kaputt machen. Geht mir auf den Sack, dieses scheiß Looking Glass. Hier, ah ja, so geht's. Okay, jetzt sind wir wieder da. Hierüber müssten wir jetzt rauskommen. Exit to Lobby, alles klar. Sehr gut. Scheiß auf den, scheiß auf den, scheiß auf den. Kein Bock auf den Typen. Ich glaube, man hört in der Aufnahme gerade, wie hier draußen jemand Rasen mäht. Das ist nicht so. Identifizieren. Trifft die Senber im Foyer. January. Morgen. What the fuck, was ist hier? Dieser Operator war ein älteres, defektes Modell. Oder was Schlimmeres. Alex, die Typhon. Sie arbeiten alle gegen Sie. Vertrauen Sie sich selbst. Vertrauen Sie Ihrem Video. Wir brauchen den Schlüssel, um die Talos 1 zu zerstören, bevor es zu spät ist. Ja, ich habe keine Ahnung, wie mich glauben soll. Es ist nicht so einfach. Wie so ein Scharfschützengewehr das erste Mal, oder? Keine Ahnung, was jetzt hier. Was sind auch zwei da oben? Sind es zwei Phantoms oder ist es eine Mimik? Weil ich glaube, da sind noch Mimics dabei. Ich wollte einfach nur gucken, was January dabei hat, Mann. Oh, das ist so schwierig. Das ist so viel Damage einfach. Und ich komme an den auch nicht dran da oben. Oh, verdammt. Klar. Warum auch nicht? Irgendwo sind Aufzüge, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr wo. Hier unten nicht. Mann. Boah, Alter. Du kriegst echt Paras hier. Ich will das einsammeln, was December bei sich hat. Wie komme ich da hoch? Wo sind die Aufzüge? Du brauchst das hier vielleicht. 4450M. Haben Sie was Interessantes gefunden?
Alex Bürotresor, Arboretum, da komme ich ja noch nicht hin. Aber es ist gut zu wissen, dass es fürs Arboretum einen Tresorschlüssel schon gibt. Ist echt nicht so einfach hier. Das ist echt nicht so einfach hier. Mal hin. Ich habe so wenig Leben einfach.